Also ganz herzlich willkommen zu unserer Live-Session im WMOOC, jetzt im dritten Modul, in der dritten Woche. Ich freue mich ganz besonders, dass Kevin Perseis sich bereit erklärt hat, heute unsere Live-Session mit seinem sehr interessanten Thema, wie ich finde, zu begleiten und hier uns das vorzustellen. Es geht um seinen Sportverein KFF Mettenheim. Und er stellt dar, wie auch so ein Sportverein als lernende Organisation funktionieren kann. Aber da weißt du sicher wesentlich mehr Bescheid als ich. Deswegen würde ich dir gleich das Wort dazu übergeben. Herzlich willkommen in die Runde. Freut mich auch sehr, dass wir unseren Verein in Form dieser Session vorstellen dürfen. Beginnen wir mal mit dem Steckbrief. Wer sind wir? Wir sind die katalanischen Fußballfreunde aus Mettenheim. Vielleicht eine kleine Einordnung. Also Mettenheim ist eine kleine Ortschaft mit ungefähr 3.500 Einwohnern, 70 Kilometer östlich von München, also im Landkreis Mühldorf am Inn in Oberbayern. Wir haben mittlerweile 220 Mitglieder, einen für unsere Verhältnisse, auf den wir stolz sind, einen weiblichen Anteil an 29% an Vereinsmitgliedern und eine Zahl, auf die wir stolz sind, einen durchschnittlichen Altersdurchschnitt von 24 Jahren und eine Vereinszugehörigkeit von knapp 4 Jahren, ja, was jedes Mitglied so im Durchschnitt mittlerweile bei uns ist. Und wir haben insgesamt 30 ehrenamtliche Helfer. Ehrenamtlich meint wirklich ehrenamtlich. Das heißt, wir haben keinen einzigen, der hier im Endeffekt hauptberuflich im Verein arbeitet. Das ist wirklich alles noch auf ehrenamtlicher Basis. Dann zu den Definitionen und Strukturen des Vereins. Also was macht uns aus? Auch das Thema Wissensmanagement. Wie begleitet uns das? Und wie haben wir uns da im Laufe der letzten Jahre aufgestellt? Ich denke, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, deswegen beginne ich da mit einer kleinen Bildersession. Hier ein kleiner Überblick über unsere Mitglieder. Wie gesagt, 220. Wir haben ja wirklich ganz, ganz junge Mitglieder. Wir beginnen mittlerweile schon, dass wir 2,5-, 3-jährige Vereinsmitglieder an uns binden und unser ältestes Vereinsmitglied ist mittlerweile 84 Jahre alt. Und da haben wir im Endeffekt die ganze Bandbreite. Ja, unsere Funktionäre. Auch da muss man sagen, dass wir eigentlich eine relativ junge Funktionärstruktur haben. Wir haben ja sehr viele Personen im Verein, die im Grunde genommen in Personalunion viele Aufgaben betreuen. Und ich denke auch, was man an den Bildern schon sieht, es ist wirklich ein eingeschworenes Team. Viele Freundschaften, die sich auch da im Funktionärsteam entwickelt haben. Und das wird uns bei der einen oder anderen Folie dann auch noch zeigen. Das hilft uns natürlich dann auch, viele Dinge im Verein professionell zu organisieren und zu gestalten. Aus unserer Sicht immer der Vergleich, sagen wir mal, wenn wir in der freien Wirtschaft wären, was bieten wir an? Ja, also wir bieten ganz normal Trainingseinheiten an, sowohl in der Halle, ja, während der aktuellen Saison zum Beispiel im Winter, wie natürlich auch Rasentraining. Was bei uns vielleicht im Vergleich zu anderen Vereinen ein bisschen Besonderheit ist, ist, es geht wirklich ein bisschen lockerer, ja, also im Training zu. Wir haben ja wirklich bewusst das Thema Spaß im Vordergrund. Alle unsere Jugend- und Erwachsenenmannschaften sind ja bewusst nicht im Spielbetrieb gemeldet. Das ist im Endeffekt auch so eine strategische Ausrichtung vom Verein. Das ist dann ein zweites Produkt, sage ich mal, was wir anbieten. Das sind dann die Freundschaftsspiele und Turniere, sowohl mit den Kindern wie auch mit den Erwachsenenmannschaften. Da auch wieder, wie gesagt, nicht im Spielbetrieb. Nichtsdestotrotz, wir organisieren uns die Freundschaftsspiele und Turniere selber oder organisieren die Turniere selber. Und so kommt auch jede Jugendmannschaft im Schnitt auf mindestens 10 Freundschaftsspiele oder Turniere im Jahr. Und was uns auch noch ganz wichtig ist, das ist so die Stärkung des Zusammenhalts außerhalb des Rasens, eben auch mit so festen Ausflügen und Veranstaltungen, wie man auf der Präsentation hier sieht, die Mitglieder zusammenzuschweißen, ob das jetzt ein Nikolausfest ist, ob das Bergwanderaktionen mit den Erwachsenen sind, ob das Lagerfeuerabende sind. Das sind einfach ganz viele Veranstaltungen und sogenannte Events in unserem Wording, die wir zusätzlich anbieten, also zusätzlich zum sportlichen Angebot, um eben die Mitglieder noch enger an den Verein zu binden. Ja, und eine Besonderheit, die dann auch eben ein bisschen aus dem Thema Wissensmanagement der letzten Jahre entstanden ist. Wir haben dann auch noch seit 6 Jahren sogenannte Themengruppen im Verein. Themengruppen meint wirklich ganz spezifische Gruppen, die sich immer einem besonderen Hauptthema widmen. Da haben wir eben die ganzen Informationen auch aufgrund von Mitgliederumfragebögen gesammelt. Wir haben ja zum Beispiel im Jugendbereich die Informationen relativ schnell herausgefiltert, dass ganz viel vor allem Kinder im Alter zwischen 6 und 10 Jahren Interesse an Bastelaktionen haben. Deswegen gibt es bei uns eine eigene Bastelgruppe. Wir haben bei den Jugendlichen und Erwachsenen herausgefunden, dass das Thema Kino und Filme eine große Begeisterung hier im Verein hat. Deswegen gibt es eine eigene Kino- und Filmgruppe oder zum Beispiel eine eigene Bowlinggruppe. Also das ist jetzt so ein erstes Beispiel, wie wir das Thema Wissensmanagement im Verein nutzen, um eben ganz spezifische Angebote auf unsere Mitglieder zuzuschneiden.
Ja, und was uns auch seit Jahren begleitet, das machen wir mittlerweile seit 10 Jahren, das ist das Thema soziales Engagement. Also wir wollen ja eben auch als Verein auch in der Gesellschaft einen Beitrag, sage ich mal, leisten. Und so organisieren wir jetzt schon seit 8 Jahren ein soziales Turnier, deren Reinerlös immer einem guten Zweck gespendet wird. Ferner haben wir dann auch schon bei uns Flüchtlinge hier in der Ortschaft unterstützt, sie trainiert. Wir haben viele soziale Aktionen, wie zum Beispiel den Besuch eines Altersheims, wo man nach dem Thema Jung trifft alt wirklich mit den Senioren und Seniorinnen dann ganzen Nachmittag verbracht haben. Und so gibt es das ganze Jahr über ganz viele Aktionen, wo jedes Mitglied teilnehmen kann, wenn es um das Thema soziales Engagement geht. Ja, wie sind wir aufgestellt? So von der Struktur her, wir haben jetzt seit 3 Jahren im Verein ein sogenanntes interaktives Managementsystem, das Kowiki, implementiert und haben da auch wirklich den Schritt gewagt, weg vom Organigramm hin zu einer Prozesslandkarte, wie man es, denke ich, auch in ganz, ganz vielen Firmen kennt, nach diesem klassischen Strukturen der Führungsprozesse im Verein. Also was ist uns wichtig, wo wollen wir uns ausrichten? Da gibt es zum Beispiel das Thema einer definierten Strategieplanung, die wir im Verein betreiben. Da komme ich später noch dazu. Die Soft Facts, also Leitbild-Wertetabelle, pädagogische Leitziele, was macht uns aus, was geben wir vor, mit was wollen wir uns auch messen. Und auch das Thema Funktionäre entwickeln, werden wir dann später in der Präsentation noch sehen, ist uns sehr wichtig. Dann haben wir hier so in dem grünen Bereich das Thema der Kernprozesse, wenn ich es mal auf eine Firma vergleiche, also wie geht, sage ich mal, Mitglied so Stück für Stück durch den Verein durch? An welchen Stellen haben wir mit ihm Kontakt und wo können wir ihn begeistern? Und hier unten in den braunen Kacheln und Bereichen, das sind halt im Endeffekt die Support-Teams, ja, Abteilungen hier im Verein, die im Endeffekt ganz, ganz wichtigen Beitrag leisten, damit das Tagesgeschäft im Verein auch auf dementsprechend hohem Niveau funktionieren kann. Ja, im dritten Part wäre dann das Thema Organisationsführung und Organisationssteuerung. Wir haben uns da die letzten Jahre aufgestellt, auch Tools und Methoden aufgebaut. Da würde ich Ihnen auch gerne einen Einblick geben. Im Grunde genommen ist es so, dass wir mittlerweile seit 10 Jahren eben ein Freizeitvereinsleitbild haben, also wo auch unsere Strategie oder ein Teilauszug der Strategie beschrieben ist. Auch das Thema Werte ist da ganz, ganz tief verankert und auch die Themen, sage ich mal, wir haben ja mit einem reinen Qualitätsmanagement gestartet, was dann auch Business Management und andere Managementsystem Methoden mit einfließen hat lassen. Auch da haben wir nochmal einen bewussten Augenmerk drauf gelegt, dass wir eben hier auch ein bisschen, sage ich mal, Vorreiterrolle einnehmen wollen und dementsprechend auch gerne wir jetzt in Form dieser Session auch mal unterstützen wollen, wenn jemand da Einblick will. Daraus abstrahiert gibt es dann eine ganz spezifische Wertetabelle, die vor allem für uns Funktionäre von großer Bedeutung ist. Das heißt, was wollen wir als Funktionäre den Mitgliedern mitgeben, ja, wo wir einen Vorbildcharakter haben, und es dient zeitgleich auch den Mitgliedern irgendwo als Gradmesser, weil wir seit 1,5 Jahren eine Werteehrung eingeführt haben. Das heißt, ein Mitglied, der sich in besonderem Maße nach den Werten, sage ich mal, die Werte vorgelebt hat, bekommt dann bei der Weihnachtsfeier oder bei der Jahreshauptversammlung auch eine entsprechende Ehrung. Ja, und auf dem Jugendbereich gibt es ja noch ganz spezifisch runtergebrochen die pädagogischen Leitziele, wo man sagen, was wollen wir den Kindern mitgeben, auch so im Sinne von unsere Nachwuchskicker sind die Stars von morgen, beziehungsweise auch aus unserer Sicht dann, aus Vorstandssicht, die Funktionäre von morgen. Also heißt, was wollen wir ihnen heute schon an die Hand geben, damit wir später dann auch irgendwo die Früchte für uns ernten können. Ja, was ist auch ein weiteres Tool, was wir haben, abseits der Soft Facts? Das ist ganz klar zum Beispiel eine SWOT-Analyse. Die betreiben wir eigentlich immer im Rahmen der 5-Jahres-Strategie, wo wir ganz spezifisch uns mit allen Funktionären zusammenhocken und da halt eben nach den gängigen Prinzipien der SWOT-Analyse die Schwächen, Stärken, Risiken und Chancen hier vom Verein, vor allem für die nächsten 5 Jahre, uns gegenseitig analysieren oder auf den Tisch legen, wo wir dann eben entsprechende Aufstellungen bekommen oder Übersichten und so mit einem ganz guten Setup, denke ich, an Informationen, auch die Strategie für die nächsten 5 Jahre, auch beim Sportverein, in Anführungszeichen nur uns in der Größenordnung betreiben können. Ja, wie schaut das Ganze strategisch aus? Es ist im Endeffekt so, wenn wir diese Hoshin-Kanri, also wirklich diese 5-Jahres-Strategie, vertikal und horizontal durch alle Teams und Bereiche des Vereins durchorganisiert haben, dann haben wir eine Vision am Ende des Tages. Das war zum Beispiel die Vision jetzt von der letzten abgelaufenen 5-Jahres-Strategie, dass wir der Freizeitverein im Landkreis Mühldorf werden wollen. Also es gibt einige Freizeitvereine, aber wir wollen eben, sage ich mal, auf Visionsbasis gesehen der Freizeitverein sein, der so ein bisschen das Benchmark im Landkreis ist. Und
in der Mission, also waren uns auch viele, sage ich mal, Softfacts ganz wichtig, dass wir sagen, wir wollen mal zum Beispiel nie etwas haben, mit denen viele Vereine kämpfen müssen, diese Barrieren zwischen den Sparten, ja. Dass dann zum Beispiel zwischen einer Fußballsparte und einer Beachvolleyballsparte oder einer Turnsparte, dass es irgendwie Neid gibt, ja, weil das Budget an der einen Stelle mehr ist wie an der anderen. Wir wollen einfach den ganzen Verein wie eine Familie organisieren und ausrichten und den Mitgliedern auch diese Werte, sage ich mal, mit an die Hand geben. Daraus abgeleitet haben wir dann 6 Durchbruchsziele, ja, also wirklich übergeordnete Ziele, wo wir gesagt haben, wenn wir in diesen Bereichen signifikant besser werden, dann denke ich, oder haben wir gedacht, dann wird die Strategie auch wirklich erfolgreich. Daraus leiten sich dann diverse Projekte ab. Also wenn wir jetzt bei den Durchbruchszielen nur sehen, da waren wir jetzt im Bereich 4. Professionalität, haben wir damals gesagt, 2013, wir wollen eben eine sogenannte, so war der Arbeitstitel noch, eine Krabbelsparte für Kleinkinder ins Leben rufen. Also dass wir wirklich schon die 3- bis 5-Jährigen an den Verein binden. Das ist auch aus strategischer Sicht sehr gut, weil viele Vereine, vor allem im Fußballsektor, die Kinder ja erst ab 6 Jahren zum Beispiel dann wirklich aktiv aufnehmen. Was war dann eine Maßnahme daraus aus dieser Gründung einer Krabbelsparte? Wir haben ja eben ein eigenes Spartenkonzept entwickelt, weil wir gewusst haben, dass da das Spartenkonzept der anderen Jugendmannschaften weniger funktioniert, wenn wir eben wirklich mit ganz, ganz jungen Kindern da eben dann trainieren würden. Haben wir das Spartenkonzept erarbeitet, haben wir eine Trainersuche und Trainereinarbeitung betrieben und haben wir zum Teil auch neues Spielmaterial oder Trainingsmaterial eben besorgt, um das ganz spezifisch auf diese Altersgruppe zuzuschneiden. Und zu guter Letzt haben wir dann auch, wenn wir später noch sehen, unsere Qualifikationsmatrix auch im Jugendbereich eben angepasst, weil es ja in dieser Alterssparte dann durchaus bei den Softfacts das ein oder andere gibt, was man jetzt im Vergleich zu Jugendlichen dann noch zusätzlich beachten muss. Thema Kennzahlen. Also auch Kennzahlen haben wir diverse im Verein, auch strategisch ausgerichtete Kennzahlen. Die Balance Scorecard an sich ist eigentlich das wirklich älteste Tool, was wir so in Richtung Exzellenz oder auch Thema Wissensmanagement im Verein implementiert haben. Die BSC begleitet uns seit 2009 und war am Anfang natürlich für den Gesamtverein ausgerichtet. Mittlerweile ist es so, dass wir eine Balance Scorecard haben für den Gesamtverein, die aggregiert dann immer die einzelnen Kennzahlen nach oben und wir haben für jede Sparte auch einzelne Kennzahlen bzw. BSCs, wie man es jetzt hier an dieser Folie sieht, ganz klassisch auch nach den typischen Erfolgsfaktoren aufgeteilt, nach Finanzen, Kunde, interne Prozesse und Mitglieder. Und so ist die BSC vor allem jetzt für die Spartenleiter und Jugendtrainer ganz, ganz wichtiges Tool geworden. Jedes Jahr zu Beginn setzen wir uns da zusammen in den einzelnen Teams und machen wir dann nochmal einen Lessons Learned, einen Rückblick vom vergangenen Jahr, wie sich da die Kennzahlen entwickelt haben und planen wir dann auch auf dieser Basis eben auch die Kennzahlen fürs neue Jahr ein. Was wir noch seit ungefähr 7 Jahren haben, das ist der sogenannte KPS-Produktionsplan, also KPS steht ein bisschen an spaßeshalber Anlehnung an das Toyota Production System. Das heißt, wir haben hier auf der linken Seite die ganzen Sparten im Verein. Wir wissen dann aus den BSCs praktisch die Anzahl Trainingseinheiten, die Anzahl an Freundschaftsspiele, an Events und an Newslettern, die wir uns da vorgenommen haben im Jahr. Aggregieren wir das hoch, wissen wir dann hier zum Beispiel, dass in diesem Jahr pro Woche 13, sage ich mal, sogenannte Vereinsprodukte, ja, wenn man das mal 10 Trainingseinheiten, Freundschaftsspiele dergleichen abzuarbeiten wären. Und das tracken wir dann Woche für Woche mit, pro Kalenderwoche und sehen wir dann, wie halt so ein Andon-Signal, wie man es eben aus diesem Lean-Management kennt, ob wir da noch gut unterwegs sind, ja, oder ob wir vielleicht ein bisschen mehr Gas geben sollten, das ein oder andere Freundschaftsspiele organisieren müssten, um die Ziele zu erreichen, oder ob wir eigentlich schon eine Überproduktion haben. Genau, das ist dann das Ganze hier dann eigentlich nochmal auf der Tonspur. Und dann kann man sich das im Grunde genommen so vorstellen, wir haben ja eben die Balance Scorecard des Gesamtvereins, wir haben ja die Balance Scorecards auf Spartenbasis, ja, also wirklich jede Sparte hier im Verein hat eine BSC und diesen Produktionsplan, der dann alles auch nochmal aufaggregiert. Und aus diesen 3 Informationsquellen hauptsächlich entsteht dann auch die Wissensbilanz, ja, die wir seit einigen Jahren führen. Seit 2008 gibt es die eine oder andere Kennzahl. Viele Kennzahlen haben sich ja dann in den darauffolgenden Jahren entwickelt. Und auch diese Wissensbilanz, sage ich mal, wird fortlaufend reflektiert.
Wenn Kennzahlen hinzukommen, die da sinnvoll wären, dann nehmen wir die natürlich mit auf. Und wenn es Themen gibt, wo wir sagen, okay, das sind jetzt Bereiche im Unternehmen, Entschuldigung, im Verein, denke ich, die dann jetzt hier nicht mehr so von Bedeutung sind, dann werden die einfach wieder bereinigt. Wissensorientierte Infrastruktur. Was kann man da im Verein sagen? Bei uns war es so, dass wir 2008 uns gegründet haben, wirklich als reine Hobbymannschaft. Die Gründungsmitglieder, auch ich damals eingeschlossen, wir waren damals so 17, 18, 16 Jahre. Und da war es relativ einfach, sich zu organisieren. Da gab es nicht viele Mitglieder, da gab es im Endeffekt nur eine Sparte. Und das war im Endeffekt einfach das Thema Freundschaftsspiele organisieren und Events. Nichtsdestotrotz haben wir dann natürlich auch langsam angefangen, eben diese Tools wie eine BSC oder dergleichen einzuführen. Und haben wir in dem Zuge dann eigentlich drei, sage ich mal, Vorstandsrechner gehabt. Und auf der Basis haben wir uns halt sehr viele Dateien per E-Mail hin und her verschickt, mit all den Nachteilen, die man da eben kennt, dass man keine zentrale Plattform hat, oft Doppelungen hat, nie wusste, was für Kopiestand da richtig ist. Man hatte einfach sehr viele Wissenslücken, Wissensengpässe im Verein. Und vor allem war das Thema keine Backup-Sicherungen und das Ganze war unsystematisch. So haben wir dann 2011 schon begonnen, eben auf Dropbox zusätzlich umzuswitchen, um, sage ich mal, alle wichtigen Dokumente im Tagesgeschäft da abzuspeichern, ob das jetzt ein einheitlicher Terminplan ist, ob das dieser KPS-Produktionsplan ist, die ganzen Events, Trainingsbeteiligungen, lauter diese, sage ich mal, Nachweisdokumente haben wir dann zentralisiert in einem Dropbox-Verzeichnis abgelegt. Und haben an der Stelle dann auch wirklich Strukturen geschaffen, da wo sich dann jeder Funktionär relativ schnell zurechtfinden konnte. Es sind dann auch Wissensdatenbänke aufgebaut worden mit verschiedenen Kontakten im Verein und wer der Wissensträger ist. Der Nachteil war relativ schnell aufgrund der, sage ich mal, des Wachstums des Vereins und auch der Professionalität, die fortlaufend zugenommen hat, dass eben der Speicherplatz relativ schnell begrenzt war. Und das ganze Thema auch der Vernetzung nicht möglich war. Das heißt, die Suchmaschine war ja nur relativ gut. Ich konnte nie zwischen den Prozessen oder Arbeitsanweisungen, die wir damals schon erstellt haben, in irgendeiner Art und Weise diese Verknüpfungen aufzeigen. Und so haben wir dann seit 2017 eben das QWiki im Einsatz. QWiki, interaktive Managementsystem Software von der Modell Aachen GmbH. Da haben wir dann das Ganze in Projektform im Verein implementiert, den Rollout gemacht. Der Start war wirklich, dass wir die Prozesslandkarte damals im Funktionärskreis entwickelt haben, der auch Startbildschirm gleichzeitig des Systems ist. Und haben wir seitdessen die klare Trennung, dass alles, was Tagesgeschäftsabwicklung ist, in der Dropbox vorhanden ist und alles, was das Managementsystem den Verein an sich beschreibt, sage ich mal, alles, was Vorgabecharakter hat oder auch gelenkte Vorlagen und Formulare und alles, was das Thema Wissensmanagement betrifft, jetzt da wirklich im QWiki zu finden ist. Genau, und so war das halt, dass man sagt, am Anfang waren es wirklich nur Informationen filtern, sichern. Dann sind wir eben weitergegangen, dass wir auch diese Informationen in der Dropbox wirklich verteilen konnten an alle Funktionäre. Und zu guter Letzt ist es dann eben das Thema Monitoring und einfach diese Vernetztheit, die wir auch mit dem QWiki jetzt geschaffen haben. Da haben wir jetzt ein Beispiel direkt aus dem QWiki. Da haben wir sogenannte Wissensbereiche aufgebaut. Das heißt Wissensfelder, alle Themen, die aus unserer Sicht wichtig waren. Das heißt, wer sind die gewerblichen Sponsoren im Verein, die Partner des Vereins, die Lieferanten. Und da kann jetzt zum Beispiel jeder Funktionär mit der Suchmaschine hier einfach reingehen, hat dann eine Übersicht der Partner im Verein, auch die Erklärung Schlagwörter zu dem Thema, das heißt, warum ist es ein Partner des Vereins, was hat man da die letzten Jahre mit diesen Organisationen zu tun, die entsprechenden Telefonnummern, E-Mail-Adressen und vor allem auch hier zum Beispiel die Wissensträger im Verein. Das heißt, wenn es zu dieser Organisation Fragen gibt, wer hat da eigentlich die letzten Jahre hier im Verein auch die Kontakte gehabt oder das Wissen, sage ich mal. Ja, es gibt im Verein auch sogenannte Wissensgemeinschaften, also Wissenscommunities. Die haben wir jetzt ungefähr seit 5 Jahren implementiert. Das erste Team oder kann man sich vorstellen wie eine Art Arbeitsgruppe war eben das IMS-Team, IMS für integriertes Managementsystem. Wir haben ja 2009 begonnen, ein Qualitätsmanagementsystem Stück für Stück im Verein einzuführen. Das Thema Wissensmanagement ist ja dann fortlaufend, sage ich mal, ganz von alleine hinzugekommen. Wir haben uns dann um die Thema Beschwerdemanagement im Verein, Risikomanagement, Ideenmanagement weiter beschäftigt. Und so konnten wir abseits von meiner Person eben auch noch 3, 4 andere Personen im Verein finden, die auch einen beruflichen Background zu diesen Themen haben. Ja, und so gibt es eben das integrierte Managementsystem, das vor allem diese Themen im Verein betreut, organisiert und koordiniert.
ja, man sieht hier nur ein bisschen Randdaten, also eben 5 Mitglieder haben wir, seit 2013 sogar das IMS-Team schon im Verein, die ersten Ansätze, und so treffen wir uns in dieser Runde circa 6-mal im Verein, und oftmals ist es auch das Thema Entscheidungsgrundlage oder Vorbereitungen, die wir zum Beispiel für die Vorstandschaft oder für den Vereinsausschuss an der Stelle bewerkstelligen. Umgang mit Wissen in Geschäftsprozessen, das heißt, wie greifen wir das Wissen in den Prozessen des Vereins ab und was haben wir da für Methoden und Tools? Also das wäre jetzt zum Beispiel der Einblick in das QWiki, das ist die Prozesslandkarte, die ich zunächst schon gezeigt habe. Hier geht es dann weiter, dass man natürlich immer auf Unterebenen springen kann. Auf den Unterebenen sind dann eigentlich die eigentlichen Flussdiagramme, Prozessbeschreibungen hinterlegt. Da springen wir mal in eins beispielhaft ein. Ist dann wirklich so, womöglich haben wir die Prozesse in Flussdiagrammform dargestellt, was aus unserer Sicht auch nach Abfrage der Funktionäre die Wunschvariante war, also wie man es ganz klassisch kennt mit Input-Dokument, Output-Dokument und damit den entsprechenden Bereichen, die dann eben die Prozessschritte hier durcharbeiten. Und auch die entsprechenden gelenkten Formulare, Dokumente sind dann hier hinterlegt. Das ist zum Beispiel hier zu guter Letzt eine Checkliste zur Organisation von Freundschaftsspielen, die natürlich immer den höchsten Stellenwert haben, wenn wir da neue Spartenleiter haben, die das zum ersten Mal machen. Ja, der KVP von Geschäftsprozessen, also wir haben uns schon sehr früh mit dem Thema, sagen wir, ein bisschen Wertstromanalyse beschäftigt, sagen wir, Ansätze von Wertstromanalysen. Wir haben ja sehr viele Ausflüge, Feste und Veranstaltungen, zum Teil vom gleichen Charakter für verschiedene Jugendmannschaften. Und da haben wir dann auch relativ schnell herausgefunden, dass es eigentlich sinnvoll ist, dass man diese Themen zusammenlegt, konzentriert, um eben Zeit, Materialien und Ressourcen zu sparen. Genauso haben wir auch, wenn es mal Prozesse gibt, wie hier war das Thema Freundschaftsspielorganisation, dass wir oft zu spät Rückmeldungen von den Mitgliedern bekommen haben. Dann haben wir hier eine Makigami-Analyse betrieben, um eben mit den einzelnen Prozessschritten herauszufinden, wo die Probleme liegen und wo wir im Endeffekt auch Verbesserungspotenziale ableiten können. Das ist dann hier nochmal zu guter Letzt eigentlich genau das gleiche Thema, nur nochmal auf Excel-Basis dargestellt. Ja, Wissensmanagement in der Projektarbeit. Also auch wir haben auch eine eigene Projektorganisation hier im Verein implementiert. Seit ungefähr 1,5 Jahren betreiben wir auch das Thema wirklich ganz, sage ich mal, spezifisches Lessons Learned, also dass man sich wirklich Zeit dafür lässt, dass man konsequent sich sagt, auch nach einem Großprojekt, man hockt sich nochmal im Projektteam zusammen. Das war zum Beispiel damals die Einführung von Spielerpässen im Jugendbereich. Das war für uns auch ein Novum, weil wir eigentlich aus Freizeitverein nicht im Ligabetrieb teilnehmen. Das heißt, theoretisch bräuchten unsere Kinder und Jugendliche keine Spielerpässe. Da es aber bei Turnieren, wo wir eingeladen sind, dann wegen einem Versicherungsschutz eine Grauzone ist, haben wir uns dann dazu entschieden, doch Spielerpässe eben zu organisieren. Und das war dann im ersten Step natürlich ein großer Aufwand, der in Form eines Projekts abgewickelt wurde. Und im Projektteam dann hier praktisch im März 2018 dann nochmal in den einzelnen Projektphasen Revue passiert worden. Das, was hier gut gelaufen ist, was man eben mehr oder weniger als Best Practice für das nächste Projekt mitnehmen sollte, wo es Verbesserungspotenziale gibt. Und was nicht so gut gelaufen ist, wo man sich sagt, das sollte man definitiv beim nächsten Projekt auch beachten und den Fehler kein zweites Mal betreiben. Bei unseren Großveranstaltungen im Verein, das heißt bei Sommerfest, bei den sozialen Turnieren, die wir organisieren, haben wir dann auch relativ schnell sogenannte LVs, also Leistungsverzeichnisse uns aufgebaut, wo wir die einzelnen Schritte der Organisation eben clustern und dann das Ganze wie eine Art fortlaufende Checkliste gestalten, wo wir eben Stück für Stück unsere Themen abarbeiten. Und auch diese Listen, diese LVs sind eben lebende Dokumente, die dann von Turnier zu Turnier erweitert oder wieder reduziert werden, je nachdem, was wir eben da aus Best Practice oder Lessons Learned daraus mitnehmen konnten. Genauso gibt es natürlich Checklisten an Materialbedarf, was man am Kiosk oder allgemein fürs Turnier benötigt und auch ganz einfache Dinge, vermeintlich einfache. Einfach das Thema Getränkebedarf, wie haben wir das die letzten Jahre eben eingekauft, wie hat sich das auch mit der Anzahl der Mannschaften entwickelt. Ist zwar immer ein bisschen Glücksspiel vom Wetter her, wer was trinkt dann am Turnier, aber es ist einfach eine Unterstützung, sage ich mal, um das Bauchgefühl an der Stelle ein bisschen mit Zahlen, Daten und Fakten zu unterstützen. Feedback-Berichte.
Die waren uns vor allem in der Anfangszeit bei den Ausflügen, Festen und Veranstalten sehr wichtig. Das sind dann ganz einfache Dinge oftmals gewesen. Zum ersten Mal mit unseren Kindern in Jugendmannschaften im Schwimmbad gewesen, im Hallenbad. Meint man, ist vielleicht gar nicht so schwierig, wenn man dann aber da 25 Kinder koordinieren oder betreuen darf, dann war da durchaus die ein oder andere Schwierigkeit, an die man zunächst nicht gedacht hat. Deswegen hat es am Ende dieser Ausflüge, Feste und Veranstaltungen immer so einen kleinen Feedbackbericht gegeben, was ist grundsätzlich an der Informationsübermittlung an den Eltern gut gelaufen oder eben nicht gut gelaufen, was ist beim Ablauf gut oder nicht gut gelaufen und was war allgemein beim Thema, sage ich mal, Materialien und Ressourcen, hatte man alles dabei, was man bräuchte oder hätte es das ein oder andere Hilfsmittel gegeben, was uns das Leben beim nächsten Mal erleichtert hätte. Diese ganzen Feedbackberichte sind dann eben in den einzelnen Bereichen und Sparten des Vereins in der Dropbox eben in dieser Know-how-Datenbank abgelegt worden und so hatte dann jeder neue Spartenleiter oder Jugendtrainer die Möglichkeit, aus den Fehlern des Vorgängers zu lernen und eben sich diesen Wissensschatz für den nächsten Ausflug, Fest oder Veranstaltung zu holen. Ja, und was wir auch noch betreiben, ist das Thema visuelles Management. Also ich gehe jetzt hier mal in die Ordnerstruktur gerade hinein, zum Beispiel beim sozialen Turnier, das Thema Aufbau, auch das sind immer so zwischenmenschliche Themen. Man baut zum 5., 6. Mal schon den Platz auf, beziehungsweise dann das Zelt oder den Kioskbereich. Und immer wieder gibt es dann kleinere Diskussionen, wie der Kioskbereich aussehen sollte. Mittlerweile machen wir es einfach so, dass wir dann immer die wichtigsten Fotos von so Festen eben in Sachen Aufbaustruktur erstmal fotografieren und dann natürlich in dieser Struktur abspeichern. Und so kann man sich jedes Jahr dann einfach im Rückblick anschauen, wie man es im Vorjahr gemacht hat. Und entsprechend schneller ist man dann auch beim Aufbau dieser Turniere, Feste und Veranstaltungen. Individuelles Wissen und Qualifikation. Jetzt gehen wir praktisch in die Richtung Förderung unserer Funktionäre. Wir haben hier seit einigen Jahren zunächst pilotweise gestartet, im Jugendbereich eben Quali-Matrixen aufgebaut. Also die Quali-Matrixen sind dann wirklich so aufgebaut, dass man sagt, okay, man hat diese sogenannten Produktskills im Verein. Das war, was ich anfangs erwähnt habe. Wie gut beherrscht man Trainingseinheiten, die Freundschaftsspielorganisation, die Eventorganisation, das Verfassen, Versenden und dergleichen des Newsletters oder eben auch die Betreuung der Bastelaktionen, die Soft Skills, Umgang mit Kindern, die wir dann eben auch aufgrund dieser Krabbelsparte erweitert haben, Umgang mit Eltern, wie gut wird die Wertetabelle gelebt, beziehungsweise schon verstanden von den Funktionären, integriertes Managementsystem, also all diese Tools, was ich jetzt im Ausschnitt auch in der Präsentation bereits gezeigt habe, wie gut sind da die Funktionäre eingearbeitet und auch das Thema Softwarenutzung, also wie gut beherrscht jemand Word, Excel, PowerPoint, grundsätzlich Office-Produkte, gibt es da Nachholbedarf oder Schulungsbedarf und auch die Themen CoWiki, Dropbox und dergleichen, wie gut sind da die Funktionäre unterwegs und wo kann man sie unterstützen? Ja, und diese Quali-Matrixen sind dann auch immer fester Bestandteil unseres Funktionärsjahresgesprächs. Man kann das wirklich dann vergleichen, wie im Unternehmen eben mit den Personalentwicklungsgesprächen. Es gibt da eigentlich immer eine feste Struktur praktisch, die dann im Rahmen dieses Jahresgesprächs mit den Funktionären durchgegangen wird. Ich lade zum Beispiel als Jugendleiter meine Jugendtrainer ein nach dieser festen Struktur und habe an der Stelle dann auch immer am Ende des Tages das positive Feedback, was ich Ihnen praktisch im persönlichen Gespräch mitteile, gibt es dann auch noch immer in schriftlicher Form mit Vereinsstempel und Unterschrift in Briefform, weil es, denke ich, dann durchaus noch einen anderen Stellenwert hat, wenn es schwarz auf weiß ist, wie wenn es nur mal ein ausgesprochenes Wort war. Und so gibt es auch das Jahresgesprächsformular noch, wo dann die einzelnen Punkte durchgegangen wird, ob eben Schulungsbedarf besteht, ob der Funktionär sich weiterbilden möchte, ob er auch Aufgaben abgeben möchte, weil es ihm vielleicht jetzt zu viel Freizeitstress in Anführungszeichen ist oder ob er Aufgaben hinzunehmen will. Und so haben wir da ein ganzes Set an verschiedenen Tools aufgebaut, um eben auch die Funktionäre das ganze Jahr über diese Jahresgespräche weiterzuentwickeln. Und zu guter Letzt gibt es dann auch noch ein kleines Feedback an die Führungskraft, in dem Beispiel jetzt an mich als Jugendleiter zurück, da wo die Jugendtrainer zum Beispiel anhand von diversen Kriterien mich einfach, sage ich mal, aus Führungskraft bewerten dürfen und Feedback geben dürfen, dass ich auch eine Reflexion bekomme oder eben der jeweilige Leiter des Bereichs im Verein, wie er sich auch an der Stelle weiterentwickeln kann. Ja, das Thema Übergabeplan bzw. Einarbeitung neuer Funktionäre, Wissensstaffetten, wie man es auch im Unternehmen kennt, das ist bei uns so geregelt, dass wir im Grunde genommen immer frühzeitig anhand der Jahresgespräche auch wissen, ob ein Funktionär austritt und womöglich immer versuchen,
in Form einer 12-monatigen Übergabe das Ganze zu regeln, also wirklich ein Jahr, entweder einen neuen Funktionär einzuarbeiten bei einer Funktion, die bereits heute besteht, oder eben eine Funktion, die erstmal ins Leben gerufen werden soll. Da wollen wir uns eigentlich auch eh nicht lange Zeit lassen. Es ist dann pro Quartal definiert, welche Themen praktisch dann immer mehr in den Lead, also in die Verantwortung des jeweiligen neuen Spartenleiters dann zum Beispiel rüberwandern soll. Und hier sagt man zum Beispiel, da habe ich damals eine Sparte übergeben, dass auch mein Name dann am Schluss immer weniger auftaucht. Im vierten Quartal soll er eigentlich gar nicht mehr auftauchen in irgendeinem Verantwortungsbereich, sondern da soll ich dann nur noch, oder der jeweilige, der seine Funktion abgibt, eben als Mentor oder Coach zur Verfügung stehen. Ja, wir lehren uns langsam dem Ende. Umgang mit Wissen in Partnerschaften, also alles, was den Verein außenrum betrifft. Gehen wir mal nur kurz dann doch in die Mitgliederbasis hinein. Also wir haben eine ganz ausführliche Datenbank, wo es im Endeffekt darum geht, die Abgänge des Vereins zu analysieren. Wir wissen mal ganz genau, was die Beweggründe sind der Mitglieder, warum sie uns verlassen. Haben wir daraus auch glücklicherweise den einen oder anderen schon wieder zurückgewonnen. Es war jetzt, glaube ich, bisher nur ein, zwei Mal, dass wirklich ein Mitglied aufgrund einer Beschwerde im Verein oder sage ich mal, den Verein verlassen hat. Das waren aber Themen, da wo wir uns wirklich sehr lange und intensiv damit beschäftigt haben und da wo es dann aus unserer Sicht irgendwann auch wenig Sinn mehr macht, noch mehr Kraft hinein zu investieren, aber der Rest, wie man es hier sieht, ist vor allem Umzug, was uns beschäftigt, zu wenig Freizeit auch der Kinder, das merkt man, glaube ich, ist allgemein ein gesellschaftliches Thema, aber wir haben ja eben hier uns seit Beginn weg mit jedem einzelnen Abgang ganz intensiv beschäftigt und auch auf der Stelle den Verein oder die Mitglieder besser zu verstehen. Ja, dann kommen wir eben zu diesen jährlichen Fragebögen, aus denen wir ganz, ganz viel wichtige Informationen ziehen. Also immer am Ende des Jahres im Rahmen der Weihnachtsfeiern werden dann für jede Sparte diese Fragebögen ausgeteilt, wo sie zunächst erst einmal eben die feste Veranstaltung, Trainingseinheiten, Freundschaftsspiele bewerten dürfen, wie gut es ihnen gefallen hat. Es gibt dann den NPS, den Net Promoter Score, also die Wahrscheinlichkeit praktisch abgefragt, ob sie uns an Bekannte, Verwandte weiterempfehlen. Es wird jedes Event praktisch nochmal benotet, dass wir auch wissen, zum Beispiel, wenn jetzt ein Rodelausflug bei den Kindern oder Erwachsenen nicht gut angekommen ist, dann wird er halt im nächsten Jahr nicht mehr angeboten. Das Ganze wird dann wieder aufaggregiert, praktisch pro Sparte, in verschiedene Kennzahlen, die dann wieder in die Balance Scorecards fließen. Und zusätzlich gibt es dann auch nochmal hier die Gesamtaggregation, also Zusammenführung der einzelnen Sparten, wo man dann eben mal sieht, welche Sparte in welchen Bereichen des Fragebogens am besten abgeschnitten haben. Ja, Potenzialberichte ist praktisch bei uns dann noch das Pendant zu den 8D-Reports, die man ja vor allem aus der Automobilbranche kennt. Mit denen wickeln wir interne Qualitätsprobleme und vor allem Beschwerden ab. Also jede Beschwerde wird dann eben in so einem K-Potenzialbericht, K steht für Kunde, für unsere Mitglieder, ganz explizit analysiert und aufbereitet. Da gibt es bei uns im Verein einen Beschwerdemanagementbeauftragten, der das Ganze ja koordiniert und betreut. Und auch hier wissen wir dann anhand eben von diversen Auswertungen und Statistiken, was die Beweggründe der Beschwerden sind, wie wir die letzten Jahre dann auch erfolgreich gemeistert haben und können wir da oftmals ganz gut auch Vorbeugemaßnahmen ableiten, um eben sowas in Zukunft dann zu vermeiden. Ja, auch das Thema Entwicklung, sage ich mal, wie kann man das Thema Entwicklung in einem Sportverein sehen? Also auch wir haben einen sogenannten Freizeitprogramm-Entstehungsprozess für uns mit durchdeklariert, wo wir gesagt haben, nach welchen Projektphasen wollen wir eben zum Beispiel neue Sparten oder Themengruppen im Verein implementieren. Haben wir dann auch mit so Tools gespielt wie morphologischer Kasten oder eben einer QFD und nähern uns an dem Ganzen einfach spielerisch, dass wir uns wirklich anhand von verschiedenen Quality Gates Stück für Stück Gedanken machen, wie so eine Sparte oder Themengruppe im Verein aussehen könnte und wie wir uns da eben an das ganze Thema heranwagen. Thema Benchmark noch zu guter Letzt. Also auch da haben wir die letzten Jahre viel Zeit hinein investiert. Zunächst mal nur mit uns bekannten Freizeitmannschaften im Erwachsenenbereich, mittlerweile auch mit ganz normalen Sportvereinen, haben wir Kriterien entwickelt bzw. für uns definiert und dann eben den Abgleich gefahren, auch viel über Social-Media-Kanäle, wie eben die anderen Sport- oder Freizeitvereine, Hobbymannschaften aufgestellt sind.
und haben das Ganze dann eben hier auf der nächsten Folie zusammengeführt, durchbenotet oder die Reihenfolge durchdeklariert, wer aus unserer Sicht an welcher Stelle steht. Und überall, wo wir aus unserer Sicht bei den Freizeitvereinen im Landkreis Mühldorf eben noch nicht Benchmark waren, haben wir dann eben Maßnahmen abgeleitet, die in die Strategie eingeflossen sind. So haben wir zum Beispiel das Thema Benchmark für uns genutzt. Ja, und zu guter Letzt, bevor wir zum Fazit kommen, noch ein kleines Beispiel, wie diese ja, klassische Wissenstreppe auch in einem Verein Anwendung finden kann. Es ist so, dass wir ja ganz, ganz viele Kennzahlen haben mit einer BSC, die zunächst ja eigentlich nur Zeichen sind, sage ich mal, ohne irgendwelche Interpretation. Dann nehmen wir uns halt einfach irgendeinen spezifischen Datenaspekt heraus, zum Beispiel 14%. 14% war dann eben die Information dazu, ist die Trainingsbeteiligung an einem Sonntag. Man muss dazu sagen, das hat sich bei uns früher historisch gewandelt. Früher als Jugendliche, wo wir den Verein gegründet haben, haben wir eben am Sonntag auch immer Zeit gehabt. Deswegen waren Sonntagstrainingseinheiten sehr beliebt und haben wir dann auch zu Beginn auch für Kinder und Jugendliche die am Sonntag angeboten. Jetzt vernetzt man das Ganze mit dem Wissen, dass es eben der Mittelwert ist aus dem ganzen Jahr bei 14% im Kader. Und das ist natürlich etwas, was wir in der Form, das hat damals auch nicht unser Anspruch sein können. Wir haben in allen anderen Sparten mindestens 40% gehabt. Also das heißt, wir haben ja im Regel ja im Durchschnitt 30 Kinder in so einer Sparte, wo auch viele Kinder dazuzählen, die eigentlich nur Ausflüge, Feste und Veranstaltungen besuchen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, das wollen wir definitiv steigern. Dann haben wir eben eine To-Do-Liste, Maßnahmenpakete aufgemacht, haben wir daraus auch irgendwo uns im Laufe der Jahre die Kompetenz angeeignet, das richtige Handeln automatisch anhand von Zahlen, Daten und Fakten so gut wie möglich abzuleiten. Es gibt eben die Kennzahlen, wir können Trendanalysen fahren, wir wissen, wie sich die Trainingsbeteiligung entwickelt hat und haben wir daraus dann, das Ergebnis war ein Commitment aller Jugendtrainer, dass wir das von Sonntag auf Dienstag legen und haben wir dann nach kurzer Zeit auch wieder eine Trainingsbeteiligung von 45% gehabt. Das Ganze hätte man bestimmt auch ohne die Kennzahlen einfach mal probeweise umswitchen können, aber ich sage mal, mit dem Thema Zahlen und Daten und Fakten hat man sich an der Stelle aufgrund des Wissensmanagements einfach viel leichter getan, eine Entscheidung zu treffen, wo man sich einfach mit bestem Wissen und Gewissen auch dahinter stellen hat können. Fazit und Ausblick, Wissensmanagement in einem Verein, Verbesserungspotenziale, weil das auch immer Thema ist, wo wir oft gefragt worden sind. Also auch wir haben ja fortlaufend Verbesserungspotenziale. Wir wollen mal zum Beispiel das Vorschlagswesen bei uns im Verein wirklich zum Ideenmanagement weiterentwickeln, dass es dann Prämien gibt für die, die VVs einreichen, eine bessere Durchdringung haben. Auch das Thema Agilität, was ja in aller Munde ist, wollen wir Stück für Stück im Verein ausprobieren auf spielerische Art und Weise. Das Thema Risikomanagement noch ganzheitlicher betrachten, auch, sage ich mal, digitale Tools wie das Quickie dafür mehr benutzen. Thema Compliance, was immer wichtiger wird als Sportverein, zum Beispiel durch die Datenschutzgrundverordnung, noch mehr in den Vordergrund stellen, zum Beispiel anhand von einem Compliance-Audit, wo wir uns Funktionäre gegenseitig auditieren. Empowerment der Führungskräfte, das heißt unserer Spartenleiter, Funktionäre, ganz, ganz wichtig, der Kompetenzaufbau fortlaufend weiterführen und diese Wissens-Communities, die sich mit dem IMS-Team und dem, auch dem Marketing-Team, was wir haben, sehr gut bewährt haben, auch auf andere Bereiche aufbauen oder auszuweiten, dass wir sagen, wir wollen mal diese ganz spezifischen Experten im Verein aufbauen, wo wir dann auch wirklich ganz tolle Wissensträger im Verein dann haben und auch halten wollen. Ja, was ist die Investition in so eine Wissensorganisation, also eben auch als Verein? Was muss man alles investieren, um eben diese Dinge aufzubauen? Es ist natürlich immer das aktive Vorleben, wie auch immer, wie im Unternehmen, vor allem von uns als Vorstände. Wir müssen da mit Leidenschaft und Begeisterung für das Thema Exzellenz, für das Thema Wissensmanagement stehen, ganz klar. Sonst kann man da niemanden begeistern. Es ist natürlich auch viel Freizeit, die wir investieren, ganz klar. Das darf man da nicht außer Acht lassen. Es müssen Strukturen, Tools aufgebaut werden. Auch das Mindset, sage ich mal, für diese wissensorientierte Organisationsführung, das muss immer wieder vermittelt werden. Die finanziellen Ausgaben, die sind eigentlich, sage ich mal, vernachlässigbar. Natürlich brauche ich Moderationskoffer, Flipcharts, um auch Besprechungen entsprechend, sage ich mal, professioneller oder eben auch im Sinne eines Wissensmanagements aktiv, agiler zu gestalten. Eine Wiki-Software, wie das CoWiki kostet uns im Monat natürlich einen Beitrag, aber das sind alles Themen, die man wirklich, sage ich mal, erstmal vernachlässigen kann. Es ist vor allem der letzte Punkt, Geduld, Durchhaltevermögen, auch in schwierigen Zeiten, in kräftezehrenden Phasen, dass der Weg das Ziel ist, dass man sich davon Rückschlägen nicht entmuntern lässt, sondern immer auch, sage ich mal, an sein Ziel glaubt. Das ist das Thema. Und was ist das Nutzen an einer Wissensorganisation? Da möchte ich gar nicht viele Worte sagen. Ich glaube, das Bild sagt mehr wie 1000 Worte. Es ist einfach das Thema glückliche, zufriedene Mitglieder, weil man einfach das Wissen hat, warum die
sich dem Verein angeschlossen haben, was sie wollen, was sie sich wünschen, wie sich der Verein weiterentwickeln wollen. Und das ist einfach der ganz, ganz große Nutzen, wenn man eben auch das Thema Business Management oder den Aufbau einer lernenden Organisation sich auch in einem Sportverein wagt. Ja, dann bin ich auch schon bei meiner letzten Folie. Ich möchte mich dann an der Stelle ganz herzlich bedanken. Ich hoffe, es war interessant für Sie und Sie konnten das eine oder andere mitnehmen und würde dann wieder zu den Fragen übergeben. Also erstmal ganz, ganz vielen Dank für den Vortrag, der natürlich aus meiner Sicht schon mal extrem beeindruckend ist, was so in einem Verein passieren kann. Was ich als allererste Frage ganz spontan habe, wer ist auf die Idee gekommen, dass jetzt so, ich sag mal, wie ein tatsächlich gut gemanagtes Industrieunternehmen aufzubauen? Also ich sage mal, der Input, der Start, der kam von mir. Ich bin eben auch beruflich im Qualitätsmanagement verankert und habe dann relativ schnell für mich festgestellt, das war bei uns eigentlich im Hobbyverein das Thema. Wir haben ja gesagt, wenn wir jetzt da wirklich unsere Freizeit investieren wollen in so einem Hobbyverein, dann wollen wir es richtig machen. Man muss ja immer sagen, wir haben ja vielleicht nicht die Infrastruktur anderer Vereine, kein Sportheim oder dergleichen. Und dann kam der Input eben von mir und glücklicherweise auch dann von den anderen Vorstandskollegen, dass wir gesagt haben, wir nutzen solche Tools, um uns das Leben am Ende des Tages auch leichter zu machen. Gut, was ich selber persönlich noch nie in Betrieb hatte oder kenne, ist das QWiki. Was ist denn die Entscheidung dafür gewesen? Kannte das jemand von der Arbeit her oder ist das jetzt, weil es speziell aufgefallen ist, irgendwie in der Prüfung? Nee, also das QWiki kannte ich wieder aus meiner Arbeit, also meinem beruflichen Umfeld. Das habe ich bei meinem Industrieunternehmen, wo ich als QMB tätig bin, eben als Projektleiter eingeführt und habe damals relativ schnell dann Kontakt mit den Vertrieblern oder mit den Beratern von Modell Aachen aufgenommen und habe eben angefragt, ob es auch möglich wäre, zu vergünstigten Konditionen, das muss man auch sagen, eben das Ganze auf einen Sportverein anwenden zu können. Und haben wir da gutes Feedback bekommen und es ging dann sehr, sehr reibungs- und problemlos, sage ich mal, die ganze Einführung. Also das QWiki selber läuft dort irgendwo als Cloud-Service, oder? Genau, genau. Und ist jetzt diese Möglichkeit auch für andere Vereine offen? Weißt du das, dass die eventuell genau ähnlich wie ihr dort dran teilnehmen können? Von welcher Größenordnung pro Monat redet man da ungefähr? Weil das würde ja für andere Vereine eventuell beim Nachmachen interessieren. Ja, ist definitiv. Also auch in allen Vorträgen, wenn wir auch, sage ich mal, zum Beispiel bei der DGQ in Regionalkreisen, sage ich mal, so einen Vortrag halten, dann committen wir uns da auch immer mit anderen Sportvereinen, ob das für die interessant ist. Die Größenordnung ist bei uns für bis zu 50 User sind es 60 Euro im Monat an Nutzungsgebühren. Was nutzt mir alles direkt aus dem QWiki? Ich hab ja jetzt einen Haufen Berichte gesehen, die dargestellt sind. Sind die mit Excel gemacht oder gibt es da Vorlagen im QWiki selber? Also das ist tatsächlich viel mit PowerPoint, Excel, Word gemacht. Im QWiki haben wir aber auch begonnen, eben einzelne Tools zum Überführen. Zum Beispiel war früher diese Wissensdatenbank der Partner-Sponsoren im Verein, das war früher Excel-Basis. Da haben wir jetzt eigene QWiki-Seiten aufgebaut, weil die Verlinkungen zum Beispiel einfacher sind. Das ganze Thema visuelles Management haben wir jetzt eins QWiki überführt, raus aus der Dropbox. Also alles, sage ich mal, was diesen Vorgabecharakter hat, das überführen wir jetzt Stück für Stück wirklich ins QWiki. Wir wollen uns da auch ein bisschen entexeln, wie es immer so schön heißt an der Stelle. Gut. Also das heißt, man kann einen ganz Teil aus diesen Excel-Sachen jetzt auch im QWiki abbilden. Das wird unterstützt. Genau, richtig. Also gewisse, sage ich mal, Tools, Methoden aus Excel, Word, PowerPoint kann man auch Stück für Stück im QWiki abbilden. Gut, ich habe jetzt eine Frage von der Elke, die würde ich mal gleich stellen. Wie viele Stunden im Monat investiert ihr eigentlich in dieses Management? Das ist eine gute Frage, weil die immer kommt. Mittlerweile bin ich gut gerüstet, weil ich mir mal ausgerechnet habe. Also Management, ich sage mal, ich sehe bei mir immer das Gesamtpaket, weil ich ja auch ganz viel im Personalunion als Jugendtrainer unterwegs bin und eben aus Vorstand oder dergleichen. Im Durchschnitt in der Woche zwischen 8 und 12 Stunden, wobei da das Gesamtpaket dabei ist. Wenn es jetzt nur um das Managementsystem geht, weil vieles ist ja Tagesgeschäft, was jeder Verein hat, dann denke ich, dann sind es also in der Woche mindestens 4 Stunden, was wir da eben an so Methoden, Tools und auch dieser Kennzahlenpflege betreiben, über alle Köpfe hinweg. Mindestens 4 Stunden. Ich habe jetzt nochmal eine Frage in die Richtung. Es sind ja ganz, ganz viele wirklich Wissensmanagement-Methoden eingesetzt worden und Vorgehensweisen. Was ist denn dein Hintergrund dazu?
Also ich habe keinen expliziten Hintergrund zum Wissensmanagement, sondern zum Qualitätsmanagement. Mhm. Und es war dann für mich einfach fließend. Also auch mit den anderen Themen, die wir dann angefangen haben, wie das Ideenmanagement. Also ich habe mich dann eben früher auch, sage ich mal, in meinen jungen Jahren zu dem Thema belesen, früh Fortgänge, Schulungen, Weiterbildungen gemacht. Und das Thema Wissensmanagement ist ja dann immer irgendwie so ein Quereinstieg zu einem anderen Managementsystem, was dann dazugekommen ist. Bei dir ist ja jetzt der Hintergrund, du machst das ja beruflich quasi ähnlich, denke ich mal jetzt so vom, vom Überlegen her. Ja. Das heißt, was würdest du schätzen, was so die Einarbeitung wäre bei einem Verein, die, ich sag mal, so einen Qualitätsmanager wie dich jetzt nicht hätte? Was wäre das vom Aufwand und was würdest du dort sagen, wäre vielleicht das Wichtigste zu beginnen? Ich fange mal mit deiner zweiten Frage an. Ich denke, das Wichtigste wäre wirklich, das haben wir festgestellt, eben diese Strukturen zu schaffen, das ja in vielen Vereinen so noch gar nicht gibt, also Organigramme und vor allem die Prozesslandkarte, das ist aus meiner Sicht extrem wichtig. Das ist das erste, Strukturen zum Schaffen. Dann, falls noch nicht vorhanden ist, eben diese Soft Skills, also sage ich mal ein Leitbild, wo will man denn überhaupt hin, also die ganzen Funktionäre auch committen. Und wenn man sich dann noch zutraut im ersten Step, denke ich, wäre es auch wichtig, eben auch aus dem Leitbild die Strategie abzuleiten. Ja, weil dann macht es das natürlich vieles leichter. Vom Zeitaufwand natürlich, ich denke mal, bis mal so ein QM-System oder ein Management-System aufbaut, wo dann die Tools wirklich alle greifen. Ich kann es mit uns vergleichen. Also wir haben 2009 gestartet und wo wir auf dem Niveau waren, wo wir gesagt haben, okay, jetzt erschließen wir wirklich diese ganzen KVP oder diese PDCA-Zyklen. Das haben wir so ungefähr nach 3-4 Jahren geschafft, dass wir da wirklich ein System hatten, wo man sagt, okay, jetzt sind auch diese ganzen blinden Flecken eigentlich mal fürs Erste relativ ausgemerzt. Bei Elke sehe ich erstmal keine weitere Frage. Ich habe jetzt noch eine, das sind ja jetzt ein Haufen Fragebögen oder auch solche Komplexen. Ich gehe mal jetzt davon aus, dass noch ein Excel-Dokument ist, diese Qualitätsmatrixen und ähnlich. Würde dort für andere Vereine die Möglichkeit bestehen, da gewisse Vorlagen zu bekommen und hier so ein Hinweis, wie ihr die verwendet? Weil das stelle ich mir schon mal als eine große Arbeit vor, sowas jetzt erstmal zu entwickeln, dass es sauber funktioniert. Ja, also gibt es definitiv. Wir haben eigentlich alles, was für uns relevant ist an Dokumente. Das ist eben, also wir haben ja im Kowiki einen eigenen Bereich gelenkte Vorlagen und Formulare. Da gibt es eben dann zum Beispiel Vorlagen für das Thema Funktionärsentwicklung. Das ist alles bei uns standardisiert. Und wenn da ein Verein Interesse hat, sich so etwas auch mal anzuschauen oder eben als Tool zu nutzen, dann kann er das gerne von unserer Seite bekommen. Gut. Eine Frage habe ich natürlich noch. Nur ist es ja für viele Leute recht ungewohnt, wenn ich im Verein jetzt arbeite, wenn es komplett so wie Unternehmen durchorganisiert ist. Gibt es da auch teilweise so Widerstände oder Bemerkungen? Muss das denn sein und wie geht ihr damit um? Ja, die gab es tatsächlich. Vor allem in den Anfangsjahren, da war ganz oft das Thema, eben diesen Nutzen zu vermitteln. Mhm. Ja, es ist auch einer eben dieser Aspekte, die ich da in der Vorgängerfolie gesagt habe, eben auch in schwierigeren Zeiten eben zu diesem Konzept zu stehen. Man hat die meisten dann aber wirklich nach kurzer Zeit eben abholen können, wenn man sagt, pass auf, schau her, Fragebogen, haben wir kurz Zeit investieren müssen, jetzt hast du die Information, jetzt hast du dir die Beschwerde erspart, weil du jetzt hast das im Vornherein eben gewusst, warum das Mitglied an der oder der Stelle so reagiert. Und mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen hat er dann auch innerhalb kürzester Zeit, sobald jemand den Nutzen gesehen hat, auch jeder verstanden, warum wir uns diesen Aufwand, sage ich mal, an der Stelle auch antun. Gut, also ich fand es auf jeden Fall hochspannend. Ich war gerade tief beeindruckt, als ich diese Präsentation gesehen habe und habe gedacht, Mensch, wenn das manche von meinen Kunden doch in ihren Unternehmen auch nur annähernd so hätten, wäre das ja klasse. Und deswegen, also ich muss sagen, ich finde das total toll und habe im Moment keine weiteren Fragen mehr. Gibt es noch jemand eine von Elke oder keine? Also wenn das nicht der Fall ist, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für den Vortrag. Gerne. Und wünsche noch ganz viel Erfolg und ich finde es wirklich spannend. Schöne Weihnachtszeit und ganz vielen Dank. Dankeschön, ebenfalls.